Einfache Sache. Reinstes Kinderspiel. Wie das Landen eines alten Albatros. Voss, ich glaube, wir haben... Von Richthofen. Ich freue mich. Darf ich Sie bekannt machen? Sehr gern. Das ist Leutnant Ernst Udet.
Leutnant. Herzlich willkommen. Und das ist Leutnant Hermann Göring. Welche Ehre. Spielen Sie so gut, wie Sie fliegen können? Ich gewinne gern, Leutnant. Landen Sie immer mit Eichenlaub im Fahrgestell? Leutnant, Hauptsache ich komme runter. Wie, ist mir egal. Sie spielen gut, Baron. Danke, Herr Hauptmann. Sehr bedauerlich für manche, dass Billardtische nicht zu fliegen sind. Wären leichter zu beschaffen, wenn man mit ihnen eine Bruchlandung macht. Die heutige Landung, Herr Hauptmann. Schon gut. Kann ja vorkommen. Man muss Geduld mit Anfängern haben. Herr Hauptmann? Ja, von Richthofen. Ich werde um Versetzung ersuchen, wenn Sie es wünschen. Wünsche ich gar nicht. Ich setze auf Sie. Sie machen sich schon eines Tages. Thank you.
Haben Sie Jagdtrophäen mitgebracht? Ja, habe ich, Herr Hauptmann. Sie haben das verendete Wild gefunden? Ja. Das beweist es ja wohl. Zum ewigen Andenken an Ihren ersten Abschuss? Ja. Oder meinen Sie, dass das falsch ist? Darf man auf seinen Sieg nicht stolz sein? Stolz wohl, aber Andenken sammeln ist nie meine Passion gewesen, Richthofen. Die im Kampf ihr Leben gelassen haben, meine toten Gegner, bringen sich ohne Trophäen in Erinnerung. Ich habe mir Ihren Sturzflug angesehen. Mit welcher Geschwindigkeit sind Sie reingegangen? Ich habe keine Ahnung. Kennen Sie den kritischen Punkt, an dem die Bespannung der Tragflächen reißt? Ich habe keine Ahnung. Habe ich mir gedacht. Diese Trophäe habe ich mir erlaubt, von Ihrer Maschine zu holen, während Sie draußen Ihre eingesammelt haben. Sie haben keine Ahnung von Ihrer Maschine. Fast hätte es Sie selbst erwischt und Sie haben es nicht mal gemerkt. Fliegen Sie nie länger als 30 Sekunden auf Angriffsebene. Geben Sie dem Gegner keine Zeit, sich auf Sie einzustellen. Spielen Sie nicht Zielscheibe. Ziehen Sie Ihre Maschine hoch und überzeugen Sie sich, dass der Gegner Ihnen folgt. Drücken Sie nie als Erster wieder runter. Lassen Sie das den anderen tun. Und dann setzen Sie sich hinter ihn. Das ist die beste Abschussposition. Und dann müssen Sie rangehen, schnell, es geht um Sekunden. Tag. Also nochmal, Sie gehen in den Looping, damit Sie den Kerl vor sich kriegen. Und dann greifen Sie an, aber schießen Sie nicht zu schnell. Versuchen Sie, so nah wie möglich ranzukommen und bleiben Sie etwas über ihm. Überzeugen Sie sich nochmal, ob Sie mit dem Zielobjekt alleine sind oder ob es eine Falle ist. Sonst wird aus dem Jäger ein Gejagter. Wer besser schießt, wer die größere Ruhe und den besseren Überblick bewahrt, der gewinnt. Haben Sie einen Kampf angenommen, versuchen Sie, die Sonne in den Rücken zu kriegen. Wenn das nicht möglich ist, nehmen Sie nicht die ganze Hand zum Abdecken. Daumen genügt. Versuchen Sie es. Ah ja. Kleiner Trick. Da kann einem aber das Leben retten. Also, viel Glück. Wie ging's? Verluste bei Staffel 10. Haben zwei Deutsche runtergeholt. Von unseren kommen alle zurück. Gut, sehr gut. Waren Sie heute in voller Stärke oben? Schwer aufzumachen. Einen Burschen habe ich jedenfalls erwischt. Ah, die neuen Maschinen sind gekommen. Nun können wir angreifen.
und Sie jagen. Wurde auch langsam Zeit. Jetzt können wir endlich mal den Spieß umdrehen. Mit der AA soll man ja toll rangehen können. Hat aber auch ihre Mucken, die Kiste. Haben Sie mit uns gesprochen? Spannweite ist kürzer, Auftriebverlust und noch so ein paar Zicken. Es heißt, Sie macht mindestens 120. Ich würde 200 sagen, da kommen Sie hin. Sind 190er. Damit klettere ich 1000 Fuß höher als bisher. Und von da oben steige ich Ihnen auf den Hut. Ich hatte bisher nicht das Vergnügen. Sie sind hier wohl in der Gegend stationiert. Brown. Gerade eben eingetrudelt. Soll mich bei einem alten Knaben melden, der die Staffel 24 führt. Sie sehen den alten Knaben vor sich. Ich bin der Staffelführer von 24. Da habe ich ja Schweigen gehabt. Schätze, Sie können mich brauchen. Ich nehme an, es wird sich irgendwo eine Verwendung für Sie finden lassen. Einen Marschbefehl haben Sie? Klettert 890 Fuß in der Minute. Was glauben Sie, wie schnell wir damit vom Platz wegkommen? Prima Sache. Sind Amerikaner, nicht wahr? Kanadier. Naja, ist ja halb amerikanisch, ne? Und halb britisch auch. Sagen Sie, das ist doch das Victoria-Kreuz, stimmt's? Ja, so ist es. Schwer eins zu kriegen. Es wird zwar verliehen, aber die Träger sind dann schon... tot. Ja. Manfred, gerade kommt von vorn die Bestätigung deiner Doublette. Beide sind auf unserer Seite runtergekommen. Hast mal wieder Schwein gehabt. Trink ein Glas Shampoos mit uns. Ja. Ich begrüßte ihn gleich mit einer Salve. Er wollte im Sturzflug abhauen. Das war sein Verderben, er kam unter mich. Höchstens 50 Meter von ihm drücke ich auf beide Maschinengewehrknöpfe. Eine helle Flamme, der Benzintank ist getroffen. Direkt dieses verdammte Wetter. Ich werde den Husten nicht mehr los. Ich kann tun, was ich will. Werner, du kriegst Urlaub. Ich habe mit Böke gesprochen. Lass mich in Ruhe, ich will keinen Sonderurlaub haben. Ich fliege weiter. Aber wir waren alleine, Auge in Auge sozusagen. Toller Anblick, wie die Maschine auseinandergeplatzt ist. So kurz ist mir noch nie ein Kampf vorgekommen. Der kleine Bruder. Ich bin gekommen, um Sie um ein Autogramm zu bitten, Freiherr von Richthofen. Werner, das ist mein Bruder Lothar. Werner Voss. Oh Gott, noch so einer. Ihr zwei werdet für uns keine Briten übrig lassen. Sie sind schon gegen den Feind geflogen. Ja, bin ich. Ist natürlich nichts im Verhältnis zu Ihnen. Jeder spricht von Udit, Wolf und Voss. Was hast du denn da wieder erstanden? Verstehst du doch nicht. Ist nichts für dich, Udit. Dann lass mich mal raten. Wieder sowas wie das letzte mit? Schicker Akt, nackte Frau, die Beine so, dass du... Lass mich mal ansehen. Na, mach schon. Nun? Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Mein Lieber, du kriegst heute dafür 10.000 Mark. Gar nicht mal schlecht. Meine Herren, trinken wir auf von Richthofen und seinen letzten Abschuss. Und auf unsere Staffel. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Für Kaiser, Volk und Vaterland. Einen Toast auf einen hervorragenden Flieger, einen tapferen Gegner, den Freiherrn von Richthofen. Von Richthofen. Du, Thompson, wo kommt denn das Bürschchen her? Ach, das weißt du nicht? Ein kanadischer Hilfswilliger, Brown. Nur zur Orientierung. Lieutenant Brown, vielleicht kennen Sie das Wort Toast nicht. Es heißt Trinkspruch. Er wird ausgebracht, wenn Gentlemen sich erheben, um auf etwas zu trinken, was ihre Wertschätzung verdient. Es wird erwartet, dass alle Gentlemen sich daran beteiligen. Ich passe, Lieutenant. Sollte Ihnen unser Wein nicht zusagen? Ach, er scheint sowieso nicht trinken zu können. Oh, warum nicht? Ich würde denken, Magengeschwüre. Dagegen trinkt man doch Milch, oder? Möchten Sie den Toast mit Milch ausbringen, Mr. Brown? Ihr von Richthofen wird von Ihnen vielleicht hoch geschätzt, aber von mir nicht. Und ich trinke auf den Bastard weder Wein noch Milch. Gentlemen, nehmen Sie sich zusammen. Ich bedauere, dass Sie diese Einstellung haben, Lieutenant Brown. Er würde sowieso nicht verstehen, Major.
Wir haben die Einstellung, Lieutenant Brown, dass Männer, die im Kriege Gegner sind, doch immer ritterlich bleiben sollten. Und diejenigen, die überleben, werden feststellen, dass unsere Tradition nötig gewesen ist. Wir wollen als Gentlemen sterben und nicht als Wilde. Ich werde meinen Wein für den nächsten Gentleman aufsparen, den ihr deutscher Ritter vom Himmel holt. Guten Abend, Gentlemen. Kein Mann von Welt. Seinen Wein sollte keiner anrühren. Soll er stehen bleiben, bis er sauer wird. Meine Herren, nehmen Sie möglichst jeden Kampf an. Noch sind wir im Vorteil, aber das kann sich jeden Tag ändern. Wir sind am Drücker und haben die Luftüberlegenheit. Also, rangehen. Und noch was, die neuen FEs können mächtig aufdrehen. Vorsicht geboten. Richthofen. Ja, Herr Hauptmann. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie den Krieg allein gewinnen. Dämpfen Sie Ihr Jagdfieber etwas. Warum, Herr Hauptmann? Sie werden noch gebraucht werden. Es gibt nicht viele Männer wie Sie. Und in einem Jahr werden es noch weniger sein. Wir werden zusammen in einem Jahr in London frühstücken. Sie hören nicht zu. Ich habe den Eindruck, dass Sie nicht verstehen, was ich Ihnen zu sagen versuche. Glauben Sie wirklich, Sie werden ewig leben? Wenn ich oben bin und in der Kiste sitze, lebe ich intensiv wie keiner sonst. Und denke nicht über den Tod nach. Dann alles Gute. Und nicht vergessen, nie gegen die Sonne angreifen.
denn so ein dummer Hund, der es wagt, sich Flieger zu schicken? Und ihr wollt ihn auch noch entschuldigen? Lassen Sie das Maul nicht so weit auf. Das hätte jedem passieren können. Lassen Sie endlich Böhme in Ruhe. Bölke und er waren in der Sicht behindert. Und da ist es passiert. Ach, so ist das. Sagen Sie doch noch, wir Kameraden müssen zusammenhalten. Man müsste diesen Böhme an die Wand stellen. Fragen wir doch mal das Protégé von Bölke. Was meint der feine Herr von Richthofen? Nichts geschieht ohne Fügung Gottes. Das ist ein Trost. Ein Trost, den man sich in diesem Krieg oft sagen muss. Ich verdanke Bölke alles. Trotzdem, Böhme ist unschuldig. Ach, sind Sie vornehm. So schrecklich nobel. Denken Sie, dass Sie jetzt seinen Platz einnehmen? Eure Zeit ist vorbei. Ich würde anders Krieg führen, wenn ich... Wenn man Sie ranlassen sollte, bitte ich um Versetzung. Sehr vernünftig, Leutnant Böhme nicht zur Verantwortung zu ziehen. Durch einen Unfall ist der Held der deutschen Nation Bölke ums Leben gekommen. Eine andere Frage stellt sich uns leider. Die Nation hat einen Helden verloren. Wen werden wir ihr als einen Nachfolger präsentieren? Oh, schwierige Frage. Sind ja in der Staffel eine ganze Menge befähigter Leute. Wenn ich den Herrn mal ein paar Namen nennen darf. Voss? Göring? Ich kenne diesen Voss. Wenn wir uns für diesen tollkühnen Burschen entscheiden, sind wir in einer Woche genau da, wo wir heute sind. Ich würde mich für Göring entscheiden, aber er ist bei seinen Kameraden nicht beliebt. Scheint da Querelen gegeben zu haben. Naja, na, wen nehmen wir denn da? Wir müssen im großen Hauptquartier berichten. Seine Majestät hat höchstpersönlich Interesse bekundet. Göring wäre nicht sein Geschmack. Wir brauchen einen zweiten Bölke. Und wen hätte Bölke vorgeschlagen? Einen Kameraden verloren, der uns immer Vorbild bleiben wird. Hauptmann Bölke. Sein Name wird zu den großen Namen unseres Volkes zählen. Die deutsche Nation trauert um ihn. Er war für sie zum Symbol des Sieges geworden. Er wusste, uns wird der Sieg gehören. Und von ihnen wusste er, dass sie an seine Stelle treten würden, wenn der Herrgott ihn zu sich ruft. Der Krieg meint er etwa Richthofen? Wird der jetzt Staffelführer? Was weiß ich? Das interessiert mich auch nicht. Mich interessiert es schon. Udet, dir fehlt's an Ehrgeiz, alter Junge. Wenn man bedenkt, dass er erst 23 ist. Höppner, wie waren Sie denn mit 23? Ich war niemals 23. Ich müsste es sonst noch wissen. Kommen Sie rein. Ah, Richthofen. Leutnant von Richthofen. Freue mich, Sie wiederzusehen. Kommen Sie. Trinken Sie einen mit uns. Hauptmann Bölke hat von Ihnen sehr viel gehalten, lieber Leutnant. Ich verdanke ihm alles.
Sie werden die Jagdstaffel übernehmen, von Richthofen. Na, wie nehmen Sie die Nachricht auf? Nun, ich nehme sie mit Freude auf. Auf den Staffelführer Leutnant Manfred von Richthofen. Und dass Sie genauso erfolgreich wie Hauptmann Bölke sein werden. Und die Engländer vom Himmel verjagen. Also dann Prost auf Ihr Wohl. Als der Krieg begann, waren Sie bei der Kavallerie, stimmt das? Ja. Was ist das nun für ein Gefühl, nicht mehr im Sattel, sondern in einer Maschine zu sitzen? Fliegen ist für mich eine Steigerung des Glücksgefühls, das ich schon beim Reiten von klein auf empfunden habe. Sie sind ein begeisterter Jäger. Ist für einen Jagdflieger Jagdleidenschaft Voraussetzung? Die Jagd ist zumindest eine sehr gute Schule. Das Aufspüren, das Heranpirschen und der Höhepunkt der Jagdpassion. Wenn man zum Schuss kommt und trifft. Und daran haben Sie dann Ihre Freude? Darauf möchte ich Ihnen antworten. Der Krieg ist der Vater aller Nationen. Die einen macht er zu Sklaven, die anderen macht er frei. Jeder Sieg gewährleistet die Freiheit. Darum will ich siegen. Jede Minute, die Sie sich in der Luft befinden, sind Sie in äußerster Gefahr. Sind Sie sich dessen immer bewusst? Ich denke nie darüber nach. Es ist wie beim Wetter. Es ist so, wie es ist. Was soll man darüber nachdenken? Wenn man jagt, konzentriert man sich auf das, was man jagt. Auf nichts sonst. Faites-vous ici? Vous êtes chez moi, vous ne devez pas rester. Les parents seront furieux, ne restez pas. Oh, guten Morgen. Schöner Tag heute. Kommen Sie doch runter. Comprends pas. Verstehen Sie nicht? Oui. Ich habe ein Motorrad. Une bicyclette. Sie können mit mir zum Fluss runterfahren. Da gibt's... Wie heißen Narzissen? Auf Französisch. Jonquille. Jonquille. Kommen Sie runter. Na, kommen Sie. Bicyclette? Avec moi? Ich muss gehen. Ich bin Pilot. Das waren Deutsche. Ich muss wieder zurück. Ich komme wieder vorbei, sobald ich kann.
Was heißt anstreichen? Kommt nicht in Frage. Wer kann die Kisten schon unsichtbar machen? Die da oben sind verrückt. Ich führe nur einen Befehl aus, Herr Rittmeister. Lesen Sie ihn doch mal durch. Wir müssen sie anstreichen. Was soll ich tun? Holzapfel. Soll ein Mann sich vor dem Feind verkriechen? Kommt drauf an, Herr Rittmeister. Darf ein Offizier seiner Majestät das? Bei den Herren Offizieren ist das was anderes. Gute Antwort, das wollte ich. Was wollen die? Wir sollen uns tarnen. Die haben sie ja nicht mehr alle. Das ist eine buntscheckige Sache. Der Anstrich hat mehrfarbig zu sein, um Typ unkenntlich so zu machen. So heißt es. Mehrfarbig. Befehle, meine Herren, sind auszuführen. Trommeln Sie die Mannschaften zusammen. Sie werden sich als Anstreicher betätigen. Lothar, du und Holzapfel. Ihr geht zum Lagerverwalter. Was an Farben vorhanden ist, soll er rausrücken. Und was am Pinseln da ist. Was für Farben denn? Alle Farben, die der Regenbogen hat. Meine Herren, nach diesem Krieg wird die Stimme Deutschlands den Ton angeben unter den Staaten Europas. Dafür kämpfen unsere tapferen Soldaten. Was müssen Sie von der Heimat erwarten? Dass wir den Gürtel noch enger schnallen. Dass auch die Heimat Opfer bringt, Herr Richter. Sie werden gleich die Besten der Besten hier draußen kennenlernen. Wenn Sie die Männer sehen, die täglich dem Tod ins Auge schauen, werden Sie wissen, was wir von Ihnen erwarten. Donnerwetter, ist das ein Blau, da bin ich ja seekrank. Ich brauche noch gelbe Farbe. Ah ja, springen Sie da los. Ist das ein Knalleffekt? Die werden uns alle zur Infanteriestrafe versetzen. Ich sehe mich schon an der Sombra in der Hand. Gut, Lothar, das Bierfest ist auch schon da. Gib mal her. Ich bin schon aus, gelernt ist gelernt. Das wollen wir begießen, ich bin ein Mordsdurst. Hey, lass mich alles daneben laufen. Meine Kiste wird knallrot. Das ist die Hoffnung. Na, wie findest du sie? Da fragst du doch, fantastisch. Blendende Idee, das Rot sieht man auf Kilometer. Unsere Offiziere der Jagdstaffel sind absolute Elite. Wenn wir im Zeitalter der Kreuzzüge wären, dann wären das die Ritter, die für die Werte des Abendlandes... Nicht reiten, sondern fliegen. Sie sind ein Zyniker, Herr Richter. Der Geist dieser Männer ist bewundernswert. Ihre Einsatzbereitschaft wird Ihnen zu denken geben. Die meisten von Ihnen sind ernst und nicht gesprächig. Los, beeilt euch, Leute, beeilt euch! Wir müssen fertig sein, wenn die Lametta-Hengste mit den Zivilisten aufkreuzen. Ja. Die Lametta-Hengste sind schon da, Leutnant. Jagdstaffel beim Streichen der Maschinen. Herr Rittmeister, ich glaube, dass wir eine Erklärung erwarten können. Herr Oberst, wir führen einen Befehl aus. Machen Sie sich nicht über uns lustig. Der Befehl war klar und deutlich. Der Befehl lautete anstreichen. Den Typ unkenntlich machen. Das lässt sich ja gleich feststellen. Er ist ja schriftlich ergangen. Der Anstrich hat mehrfarbig zu sein. Hier, Sie haben sich klar und deutlich ausgedrückt. Und das sind Sie nun auch, wie jeder sehen kann. Vielfarbig oder in vielen Farben. Der Feind wird kaum noch auf den Typ achten. Ich glaube aber, dass er sich an den Kopf fassen wird, wenn er das sieht. Aber die sind doch auffällig wie bunte Hunde. Die Tarnung ist im Eimer. Damit wird das Gegenteil von dem erreicht, was wir beabsichtigt haben. Wir wollten Camouflage. Gestatten Sie mir dazu eine Bemerkung. Wir werden uns vor dem Gegner weder verkriechen noch verstecken. Wir überlassen es dem Feind, sich zu tarnen. Wir werden es nicht tun. Im Angriff liegt unsere Stärke. Aber meine Herren, ich verstehe natürlich, dass Sie sich vor dem Feind nicht drücken wollen. Jedoch... Befehl ist Befehl. Und Sie sind doch dazu da, dass... Dass Sie ausgeführt werden, wollen Sie sagen. Was man getan hat. Vater geht es prächtig. Deine Mutter sagt, du sollst schreiben. Meine Schwester liebt dich. Wäre ich gern. Sag mal, wie bist du so schnell rübergekommen? Du gingst doch noch zur Schule. Bin abgegangen. Jemand hat gesagt, dass das nun endgültig der letzte sein würde. Der letzte was? Der letzte Krieg natürlich.
Darum musste ich ganz einfach kommen. Wir sind die letzten Soldaten, die noch kämpfen dürfen. Die nach uns kommen, werden uns beneiden, Roy. Oh, gut gespielt, Sir. Du passt hierher, du wirst dich schnell einleben. Das hoffe ich doch. Vornehm geht die Welt zugrunde. Ruhig, wir holen sie hier. Oh, großer Gott. Freund, du hast es hinter dir. Roy? Der Mann hieß Kenyon. Glaubst du, die nächste Generation wird ihn beneiden? Das war wirklich infam. Kenyon hatte den Kampf doch aufgegeben. Wenigstens für heute. Der Bastard hat Kenyon umgelegt, damit er morgen nicht wiederfliegt. Mr. Brown, es gibt Kameraden, die hielten ihre Geste neulich Abend für ein Zeichen der Missachtung gegenüber Major Hawker. Ganz im Gegenteil. Aber ich gehe nicht mehr ins Casino, seien Sie beruhigt. Sollen Sie von mir aus auf Richthofen und seine Leute toasten. Ich bezweifle, dass Sie es nochmal tun werden nach diesem Vorfall. Schlechte Zeiten für Tradition. Wie ich schon bemerkte, Sir. Leno Hawker und ich haben an dieselben Dinge geglaubt. Unsere Welt ist nicht mehr zeitgemäß, haben Sie uns zu verstehen gegeben. Aber wer soll diesen Krieg führen, wenn es so ist? Die Männer, die nur Soldaten sind. Die Thompsons, Murphys, Mays und Browns. Gewinnen wird nur der, der den Ballast der Ritterlichkeit abwirft. Ihre Einstellung zum Krieg liegt mir nicht besonders, Brown. Sir? Bedauerlicherweise sehe ich mich gezwungen, Ihnen zustimmen zu müssen. Majestät, ich melde gehorsamst Jagdstaffel 11 zur Verleihung des Ordens Pour le Mérite an seinen Chef, Rittmeister Manfred Freiherrn von Richthofen, angetreten. Sie beginnen Ihr 25. Lebensjahr, Richthofen? Jawohl, Majestät. Sie haben meine Anerkennung. Schon 50 haben Sie runtergeholt. Sehr anerkennenswert. Aber werden noch ein paar dazukommen? Ich hoffe es, Majestät. Sehr wichtig für unser Vaterland. Männer, die so kämpfen können, wie Sie haben, die da drüben nicht, sind doch Schlappschwänze allesamt. Ein paar Anständige sind schon drunter. Fliegen Sie nun zurück, Richthofen. Sie werden morgen schon wieder an der Front sein dürfen. Ehrlich, ich beneide Sie. Ich muss mich hier am grünen Tisch umschlagen. Sehr wohl, Majestät. Entschuldigen Sie bitte sehr die Störung, Herr Rittmeister. Schon gut, was gibt's? Es sei schon in Ordnung, hat der Wachhabende gesagt, als ich ihm erklärt habe, worum es geht. Erklären Sie es mir auch, damit ich es verstehe. Oh, ich bin Steiner. Entschuldigen Sie, Sie wissen doch, dass Herr Steiner, ich... Steiner, jetzt weiß ich. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ich erlaube mir... Ja?
Ich erlaube mir die Bemerkung, was für eine große Ehre es für mich ist, Herrn Rittmeister beliefern zu dürfen. Ich fühle, wenn ich lese, Sie haben wieder eine Luftsieg errungen, dass ich auch einen Anteil daran, ich glaube, mit dabei gewesen zu sein. Ich fliege in Gedanken mit Ihnen mit. Vielen Dank für Ihre Anteilnahme. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Viele in der Heimat denken so. Möchten Sie nicht etwas trinken? Oh nein, danke sehr. Ich darf Herrn Rittmeister nicht länger aufhalten. Möge Gott Sie beschützen. Großartig von Richthofen. Sie haben in wenigen Stunden ganz Berlin erobert. Nur eine vorübergehende Okkupation, Herr Major. Oh, Verzeihung, Herr Oberst. Ich fliege morgen mit meinen Kameraden an die Front zurück. Darf ich Ihnen den Gastgeber vorstellen? Anthony Fokker. Der wichtigste Mann unserer Luftstreitkräfte, gleich nach Ihnen. Sie übertreiben wieder schamlos, mein Guter. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen, Herr Rittmeister. Ich habe schon viele Ihrer Kameraden gefeiert. Wie bitte? Sie waren alle bei mir zu Gast. Immelmann, Bölke, Schröder. Gesprächsthema Nummer 1 waren immer Jagdflugzeuge. Guten Abend. Ich muss mir als Konstrukteur eben ein Bild von der Praxis machen. Ihre Maschinen sind berühmt, Herr Fokker. Und Sie verdienen diesen Ruhm. Bitte. Ich wollte mich schon immer brennend gern mit Ihnen unterhalten. Ich möchte, dass Sie mir Ihre Erfahrungen mitteilen. Was Sie an Verbesserungen wünschen. Sehr freundlich. Ich kann mir keine bessere Maschine denken, wenn Sie mich fragen. Mein Lieber, ich zeige Ihnen nachher etwas wirklich Neues. Rise up, my hero, like fabled knights in times of old. I'll be waiting here for your safe return. I will comfort you on your safe return. Das ist die große Überraschung. Donnerwetter, das ist ja... Sprechen Sie doch weiter. Es ist für einen Soldaten keine Schande, etwas Schönes zu bewundern. Und schön ist sie. Es ist ein wundervolles Gefühl, wenn eine Idee sich verwirklichen lässt. Wissen Sie, die Entwicklung geht weiter, aber ich glaube, mit diesem Typ sind wir allen anderen voraus. Die Kiste sieht fantastisch aus. Ist sie auch schnell? Schnell genug. Das Besondere ist die gute Manövrierfähigkeit. Haben Sie sie selbst getestet? Selbstverständlich, das mache ich immer. Sie genügt allen Anforderungen. Ich würde mich sehr freuen, Sie mal fliegen zu dürfen. Oh, dazu werden Sie noch Gelegenheit haben, mein Freund. Übrigens macht sich unsere Begleiterin sehr dekorativ, finden Sie nicht auch? Wir alle versuchen, Sie zu beeindrucken, Herr Rittmeister. Ich muss mich wieder um meine Gäste kümmern. Entschuldigen Sie mich. Sehen Sie sich in Ruhe um. Wir werden uns nachher weiter unterhalten. Er redet ziemlich viel. Ja, er versucht, Eindruck zu machen. Und sind Sie beeindruckt? Und ob? Wer wäre das nicht?
Wirklich sehr beeindruckend. Du bist wirklich ein toller Schütze, kann ich von mir nicht sagen. Halt dich ran. Es geht um dein Leben, May. Da oben kann ich dir nicht mehr helfen. Du bist dran. Ruhig bleiben. Dieses Übungsschießen stinkt mir. Denk immer an den Ernstfall. Unser stolzer Chefmechaniker vom Dienst. Nur von Motoren kann er reden. Ladehemmungen sind sein einziger Gesprächsstoff. Er fühlt sich als Vorkämpfer moderner Kriegstechnik. Der Mann aus der neuen Welt. Die Zeiten des Säbelrasselns sind vorbei. Sie kommen aus der Mottenkiste. Du Prolet! Du kannst nie im Leben einem Mann wie Hawker das Wasser reichen! Eins habe ich Hawker aber voraus. Ich bin noch am Leben. Das lässt dich korrigieren! Murphy, bist du verrückt geworden? Halt dich doch aus, Mann! Wenn Sie jemand nicht von hinten abknallen, dann üben Sie das mal. Hawker hat's doch so erwischt. Den letzten Edelmann. Wo saßen bei dem die Einschüsse? Wir spielen nicht mehr Krieg, wir haben Krieg nach dem Prinzip. Wie du mir, so ich dir. Wir sollen vergessen, dass wir Menschen sind. Gut, dann drehen wir die Entwicklung zurück. Sollen Sie nicht. Sie sollen sich nur klar machen, warum Sie kämpfen. Sie sind hier, um zu töten. Es geht hier nicht um Duelle, sondern um das Vernichten der Gegenseite. Und alles ist erlaubt. Thompson, das habe ich nicht behauptet. Aber wir müssen schlau sein. Tricks anwenden, die anderen in eine Falle locken, aus der sie nicht mehr rauskommen. Haben Sie einen Plan? Thank you.
Kopfschuss. Hoffentlich schafft er es bis zum Hauptverbandplatz. Ist für dich. Kadett, wie heißt er? Ich bin Manfred Richthofen. Der Vorname interessiert uns nicht. Sie sind von Richthofen. Kadett von Richthofen. Sagen Sie mir Ihren Namen. Wie heißen Sie? Richthofen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Das können Sie doch nicht wirklich vorhaben. Der Vorschlag ist doch gut, Sir. Und wann wollen Sie den deutschen Flugplatz angreifen? Am besten wäre es so gegen 6 Uhr nachmittags. Wir haben das bisher nie gemacht. Sir, warum soll man sich nicht mal selbst einladen zum Tee? Wie ist es, Commander? Schwer für mich zu entscheiden, Gentlemen. Ich habe was gegen Überfälle nach Räuberart. Wer Erfolg hat, hat recht, Sir. Augenscheinlich Ihre Idee, Brown. Sie halten es für unfair, Sir. Können wir uns Fairness noch erlauben? Fasan, den du mir versprochen hast. 3 Holztauben, mehr war nicht drin. Herr Pasenau war vorhin da. Das Schwarzwild richtet bei ihm großen Schaden an. Ob du mal rüberkommst? Ich würde schon gerne einen Keiler schießen. Meinen ersten. Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Es war 1913. Wirklich? Sowas werde ich doch nicht vergessen. Lothar kam an dem Tag nicht zum Schuss und Mutter, dein Gedächtnis ist wirklich erstaunlich. Du bist ein Phänomen. Ich behalte alles, was mit meinen Söhnen zu tun hat. Stoff zum Nachdenken gibt er mir ja mehr als genug. Du machst dir zu viel Sorgen, Mutter. Ich glaube, du denkst Tag und Nacht an uns. Wundert dich das? Geht dir schon wieder ganz gut, mein Junge, was? Ja, ich glaube, ich kann bald wieder zurück. Gut, sehr gut. Vielleicht können wir sogar zusammenfahren. Mein Urlaub ist bald zu Ende. Und wann ist der Krieg zu Ende, Vater? Ich weiß nicht, wann wir siegen werden, aber ich weiß, dass wir siegen werden. Man muss nur den rechten Glauben haben, dann wird sich schon alles zum Guten wenden. Was meinst du mit alles zum Guten wenden? Steht es denn nicht gut? Es gibt da gewisse Leute in der Heimat, die der Front in den Rücken fallen wollen. Diese Sozialisten. Die werden sich noch wundern, wenn alles vorbei ist. Und noch sehr viele andere auch, Vater. Die Politiker haben zu viel Einfluss gewonnen. Sie laufen Sturm gegen die preußische Staatsidee. Ideologien sollen die Idee ersetzen. Ideologien? Gedanken, denen die sittliche Würde fehlt. Was willst du eigentlich erhalten, Vater? Was soll sich nicht ändern? Ich bin dagegen, dass die Bevölkerung politisiert wird. Wir an der Front merken zum Glück nichts davon. Nur eine Elite kann führen. Aber sind wir denn nicht zu überheblich? Sind wir Militärs nicht zu voreingenommen gegen die Politiker? Nur wir haben einen Begriff von der erhaltenen Staatsräson. Wir können sowieso nicht aus unserer Haut raus. Ich habe gelernt zu kämpfen, nicht zu politisieren. Schade, dass du nicht geheiratet hast. Dazu war keine Zeit. Aber wenn der Krieg vorbei ist, dann... So weit denke ich nicht voraus. Im Krieg macht man keine Zukunftspläne. Tja, aber ich würde doch gerne wissen, was die Zukunft uns bringt. Ich glaube nicht, dass du das wirklich gern wissen möchtest, Vater. Nach dem Krieg wird schon alles wieder in Ordnung kommen. Es wird so sein... wie es immer gewesen ist. Thank you.
Oh. Mensch, sieh dir das an. Ich blute ja wie eine Sau. Oh. 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 Und das muss ausgerechnet mir passieren. Oh. Ganz ruhig. Du kommst schon wieder zurecht, Lothar. Sie haben alles in Klump geschmissen. Alle Maschinen sind hin. Aber du, das schwöre ich dir, Ute, die kommen auch dran. Die ganze Staffel am Boden zerstört. Vor denen haben wir, Feuer gegeben, das vergessen Sie nicht so schnell. Lieutenant, können Sie mir sagen, wie viele Maschinen zerstört worden sind? Schätze zwischen 15 und 20, was auf dem Platz rumstand. Und wie viele Mannschaftsverluste? Sie meinen bei uns? Nicht bei uns, bei den Krautfressern. Oh, das war eine Menge, die machten gerade Feierabend. Und da war es für Sie mit einmal Feierabend. Für alle, die da kreuchten, aber nicht mehr fleuchten. Das Offizierscasino wurde zerstört, das Munitionsdepot vernichtet. Und die Mannschaftsunterkünfte? Du, das war sicher der Schuppen, den du getroffen hast. Du meinst die braune Baracke, die ist total abgebrannt. Nein, Sie sprechen von der Sanitätsbaracke. Seit wann werfen wir auf Kranke und Verwundete Bomben? Das ist ein Verbrechen. Haben Sie eine rote Kreuzfahne auf dem Gebäude ausmachen können? War irgendwo ein rotes Kreuz zu sehen? In dem Qualm konnte ich gar nichts erkennen. Ich weiß nicht. Dann war es nicht die Sanitätsbaracke, offensichtlich. Was sind das für Bräuche, Major? Seit wann decken wir einen Verstoß gegen die Haager Konvention? Das rote Kreuz muss so angebracht sein, dass es für alle deutlich sichtbar ist. Und wenn es nicht mehr sichtbar ist, dann sind Kranke, Schwestern und Ärzte freiwillig, wollen Sie sagen? Natürlich nicht, Colonel. Sehr ehrenhaft, Ihr Mitgefühl, aber nicht mehr angebracht. Ich muss feststellen, dass Ihre Anschauungen leider nicht sehr zeitgemäß sind. Die Kriegsführung verschärft sich von Tag zu Tag. Sie werden in Kürze die neuesten Bestimmungen über Tiefangriffe erhalten. Es gibt kein Pardon mehr. Wer trägt für die Folgen die Verantwortung? Lieber Colonel, Sie denken viel zu viel nach. Die Folgen stehen nicht zur Debatte. Das Oberkommando will Erfolge sehen. Damit können Sie doch aufwarten. Nicht, Sir? Gott sei Dank, dass Sie wieder da sind. Bei uns ist alles zum... Die Engländer haben alles in Klump geschmissen. Schweinerei. Und wo ist mein Bruder? Ihr Bruder ist verwundet worden, als er versuchte zu starten. Und wo ist er jetzt? Auf dem Hauptverbandplatz. Er hat am Bein was abgekriegt. Wollen Sie zu ihm fahren? Kann ich nicht. Erst muss die Staffel wieder einsatzbereit sein. Wie viele sind noch startklar? Von den Flugzeugen? Keins. Die sind alle im Eimer. Höchstens ein, zwei Maschinen könnten wir aus Einzelteilen zusammenbauen. Holen Sie Voss her. Er findet mich drüben beim Hangar. Leutnant Voss? Ja, Voss, was ist denn mit Ihnen los? Nun machen Sie schon, dass Sie wegkommen. Herr Rittmeister, Leutnant Voss ist doch gefallen. An dem Tag, an dem Sie verwundet worden sind. Das hatte ich vergessen. Es fällt mir erst jetzt wieder ein. Der Feind hat uns einen schweren Schlag versetzt, aber wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Wir werden zum Gegenschlag ausholen und dann werden wir sie treffen, genauso wie sie uns getroffen haben. Ich werde sofort beim Oberkommando Ersatz anfordern, aber es wird ein paar Tage dauern, bis wir mit neuen Maschinen rechnen können. In der Zwischenzeit erwarte ich... Herr Rittmeister, Feldwebel Schulz meldet sich zur Stelle. Rühren Sie, Feldwebel. Was bringen Sie uns? Wir bringen Nachschub. Direkt vom Werk, 13 funkelnagelneue Vögel. Glück muss der Mensch haben. Ran, Leute, baut die Kisten zusammen, aber ein bisschen Dalli. In 3 Stunden müssen sie startklar sein und dann machen wir den Tommys einen Gegenbesuch. Das haben die Deutschen nicht gedacht, dass ihnen Amerika den Krieg erklärt. Richtiger Weltkrieg. Wenn die rüberkommen, dann ist hier vielleicht was los, Roy. Mensch, das ist vielleicht eine Nachricht.
Sag mal, freut dich das gar nicht? Doch, ich glaube, das verkürzt den verdammten Krieg. Ich dachte nur gerade eben an diesen Knaben mit dem Victoria-Kreuz, den Hawker, der gefallen ist. Ja, ich weiß. Der hat mal was gesagt, das geht mir nicht aus dem Kopf. Was? Das interessiert mich. Wir dürfen im Krieg nicht zu Tieren werden. Ach, du glaubst, wir verrohen hier draußen. Du denkst zu viel nach, du machst dir zu viel Gedanken. Im Krieg dürfen meiner Meinung nach Soldaten nur darüber nachdenken, wie sie siegen können. Tja, bloß nicht über was anderes nachdenken. Stillgestanden, präsentiert das Gewehr. Holz gemacht. Ja, wir haben sie unterschätzt. Was waren wir für verdammte Idioten? Göring! Leutnant Göring! Herr Rittmeister? Sie haben beim Angriff auf den Flugplatz die Formation verlassen. Und Sie haben auf Zivilisten und Sanitätspersonal geschossen. Wir haben Krieg, soviel ich weiß, Herr Rittmeister. Und in einem Krieg gibt's nur... Wollen Sie so den Krieg gewinnen, Leutnant? Wenn wir weiter Krieg spielen, anstatt ihn zu führen, werden wir ihn verlieren, wenn wir ihn nicht schon verloren haben. Wie du mir, so ich dir. Wer hat denn gestern unsere Sanitätsbaracke zerbombt? Sie glauben immer noch an Ritterlichkeit. Aber die Zeiten sind vorbei. Wir müssen vernichten, um zu überleben. Mit Sentimentalität kommen wir nicht weiter. Wir sind Soldaten. Wir sind Soldaten und keine Mörder. Wer so denkt wie Sie, zeigt, dass er kein Soldat ist und keine Ehre hat. Die Geschichte wird zeigen, dass ich recht habe. Im Krieg ist jedes Mittel recht. Der Zweck heiligt die Mittel. Gott möge verhüten, dass es so kommt. Ich werde es verhindern, solange ich das Kommando habe. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Und noch was. Herr Rittmeister? In dieser Staffel heißt Offizier sein Vorbild sein. Leutnant, wenn Sie das noch einmal vergessen sollten, werde ich dafür sorgen, dass man Sie vors Kriegsgericht stellt. Lieutenant Brown, die Leser des Toronto Star möchten gern mehr über Kanadas neuestes Fliegerass wissen. Was gibt's da groß zu wissen? Ich bin von Hause aus Techniker, darum liege ich in diesem Krieg nicht schlecht. Wie meinen Sie das? Es kommt alles auf die Technik an, die eigene und die des Gegners.
Man muss erst seine Methode studieren und dann holt man ihn runter. Klingt wohl einfacher, als es ist. Und wie gefällt Ihnen Frankreich? Ein nettes Land, in dem viele meiner Kameraden bis zum jüngsten Tag bleiben werden. Wie gefallen Ihnen die französischen Mädchen, Lieutenant? Sie werden zusammengeschossen und sterben wie die Männer. Und sind die deutschen Flugzeuge gefährlich? Mit Jagdflugzeugen geht man auf die Jagd. Jagd heißt abschießen. Ist doch klar, dass ein Ding, das zum Töten konstruiert wurde, gefährlich ist. Das gilt für beide Seiten. Aber jetzt, wo wir den Deutschen zahlenmäßig überlegen sind, werden wir doch gewinnen, nicht? Woher soll ich das wissen? Ich fliege los und versuche, am Leben zu bleiben, bis der Treibstoff alle ist und ich wieder runter muss. Man ist sehr allein da oben. Sie haben schon 8 Deutsche runtergeholt. Wie viel sollen es denn noch werden? Ich zähle nicht mit. Großer Gott, 8 Menschen schon. Aber dann kommen wieder andere und es geht weiter. Jeden Morgen bis eines Tages... Bis auch ich eines Tages dran bin. Lieutenant, Sie werden nach dem Krieg als gefeierter Held in Ihre Heimat zurückkehren. Ich will nicht gefeiert werden. Es ist kein Verdienst, wenn man zufällig am Leben bleibt. Und worum es in diesem verdammten Krieg eigentlich geht, wissen wir alle schon lange nicht mehr. Sanitäter! Stehen Sie nicht rum, holen Sie einen Sanitäter! Da ist nichts mehr zu machen, Manfred. Voss! Wolf! Wer wird der Nächste sein? Jeder von uns kann der Nächste sein. Und ich hab geglaubt, Wolf erwischt es nie. Erst freiwillig melden und dann die Hose voll haben. Red doch keinen Stuss. Ich bin eingezogen worden. Direkt von der Penne, damit du es nur weißt. Zum Trost haben sie mir das Abitur nachgeschmissen. Tatsache? Ich dachte, dass nur Freiwillige zur Jagdstaffel kommen. Das war am Anfang so. Sie reden zu viel. Ist ja heller Wahnsinn, mit diesen bunten Kisten rumzufliegen. Ich bin noch nicht lebensmüde. Von Tarnung scheint hier noch niemand was gehört zu haben. Pass mal auf, wie ich das mache. Achtung, Freunde, die Yankees kommen. Was sind für Regeln, Jungs? Erstmal ein Bier, das sind bestimmt. Seht euch die an. Wie sollen wir da noch verlieren? Den sollen wir gewinnen? Bei denen macht's die Masse braun. Da kommen noch ein paar Millionen rüber. Ist wie beim Deichbruch. Die schwemmen alles weg. Hallo? Moment, das Glas ist hier leer. Darf ich nachschenken? Noch ein Schluck? Zieh Leine, Kumpel. Ich fress ein Besen. Bist du Amerikaner? Nein, ich bin Kanadier. Dann kannst bald nach Hause. Wir sind jetzt da. Lieber Richthofen, wir haben Sie hier gebeten, um mit Ihnen über die Zukunft zu sprechen. Ein baldiger, totaler Sieg unserer Seite ist nicht mehr denkbar. Im Gegenteil, eine Niederlage ist unausweichlich. Oberst Trakl,
Fahren Sie bitte fort. Mit Eintritt Amerikas in den Krieg wurde die Lage endgültig zu unseren Ungunsten verändert. Die Zeit der Vernichtung, Schlachten ist vorbei. Eine Entscheidungsschlacht nicht mehr in Aussicht. Der Heldengeist der Truppe wird im Grabenkrieg gebrochen. Die weltfremden Politiker in Berlin lassen die Front im Stich. In spätestens 6 Monaten kommt unweigerlich die Kapitulation. Angesichts dieser Situation, lieber Richthofen, halte ich Ihre Versetzung zum Stab aus Sicherheitsgründen für geboten. Und die Staffel soll dann ein anderer übernehmen? Mhm. Selbstverständlich. Die Überlebenschance bei der steigenden Luftüberlegenheit des Feindes ist nur sehr gering. Und darum soll ich die Kameraden im Stich lassen und mich beim Stab rumdrücken? Sie scheinen die Gründe für Ihre Versetzung falsch zu verstehen. Wir sind gezwungen, die Zukunft zu planen, die Zeit nach dem Friedensschluss. Wir müssen eine neue Luftwaffe aufbauen. Eine schlagkräftige, unbesiegbare Luftwaffe, mit der Deutschland morgen über die Sieger von heute triumphieren kann. Sie würden für die erste Zeit zu mir in die Fokkerwerke kommen, als Chef des Pilot zum Beispiel. Selbstverständlich müssen die Siegermächte über die Zukunftspläne im Unklaren gelassen werden. Sie sind uns mit Ihrer Erfahrung unentbehrlich. Sie sind unersetzlich. Sie werden ganz einfach noch gebraucht. Was sagen Sie dazu? Entweder bin ich verrückt oder Sie. Kapieren Sie denn immer noch nicht, Richthofen? Wir verlieren diesen Krieg. Niemand außer uns ist bereit, daraus die Konsequenzen zu ziehen. Wir müssen vor dem Zusammenbruch Gegenmaßnahmen ergreifen, um die Zukunft zu sichern. Ich verstehe sehr wohl. Sie planen bereits den nächsten Krieg, weil Sie diesen für verloren halten. Lieber Richthofen, ich fürchte, Sie werden umlernen müssen. Ich bin ein Offizier, der seine Pflicht tut. Und der nicht fahnenflüchtig wird. Sie glauben doch nicht, dass ich meine Männer im Stich lassen werde. Ich bin ein Soldat, der nicht kneift. Ihre Anspielung ist unerhört. Das Gebot der Stunde ist, sich dem Vaterland zu bewahren. Nicht Ihren Heldentod, Ihr Leben braucht die Nation. Ich werde mich nicht drücken und bis zum Ende meine Pflicht tun. Roy, was sitzt du hier drin allein rum? Wir starten gleich. Ja, ich bin bereit. Kopf hoch, alter Knabe, es ist bald vorbei. Bevor die Blätter es fallen... Es wird nie vorbei sein. Rechnest du noch nach dem Kalender? Man darf nicht an morgen denken, um zu überleben. Und leben wir überhaupt noch? Mach mal halblang, du tust ja, als wären wir schon tot. Ja, alles sind wir. Wir wissen es noch nicht. Hochverehrter Herr Rittmeister, ich muss Ihnen sagen, dass ich nicht in der Lage bin, das erforderliche Silber für Ihre Siegestrophäen zu beschaffen. Silber ist nicht mehr erhältlich. Alles in der Heimat ist knapp geworden. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie ersatzweise mit einer Ausführung in Zinn einverstanden sind. Dass ich das mal wichtig genommen habe. Was? Schon gut, nichts weiter. Ich schreibe Steine ab. Für Zinn habe ich nichts übrig. Sag mal, worum ging's denn eigentlich gestern bei der Besprechung mit Höppner? Du redest doch seitdem kaum noch ein Wort. Irgendwas war doch. Es ging da nur um Routinesachen. Gehen wir. Herr Rittmeister, wenn Sie heute zurückkommen, muss ich den Dreidecker mal gründlich durchsehen. Manchmal glaube ich, ich fliege schon eine Ewigkeit. Es wird bald alles vorbei sein, Herr Rittmeister. Was ist denn mit Göring? Fliegt er heute nicht? Nein, er ist zu Höppner gerufen worden. Weißt du, worum es geht? Kriegt er einen Orden? Schon möglich. Ich bin soweit.
verliere! Fantastisch! Auf das Jagdgeschwader Richthofen und seinen neuen Kommandeur. Thank you.